Willkommen hier zu unserer F1 Mega Season. Wir sind mit Mercedes hier in Aserbaidschan unterwegs zum Rennen. Ich freue mich extrem, die Strecke ist toll und ich hoffe, wir werden noch ein tolles Rennen haben. Wir sind natürlich wie immer in Baku, einer der besten Strecken im Kalender. 6003 Meter, 20 Kurven, 2 DRS-Zonen, wobei die in diesem Jahr in der richtigen Formel 1 ein bisschen verkürzt ist. Dennoch eine Strecke, der XXL, aber auch eine Strecke, die mir persönlich, sehr, sehr viel Spaß macht. Ich liebe diese Strecke wie keine andere. Es ist wirklich eine tolle und coole Strecke. Und natürlich kann man auch sagen, bis zu Beginn des Rennens, so sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Sainz, Russell, Sergio Perez und Fernando Alonso. Leclerc, Ocon, Gasly und Lando Norris. Tsunoda, Bottas, Daniel Ricciardo und Joe Magnussen, Mick Schumacher, Alexander Albon und Lance Stroll, Vettel und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Und das vor allem Gute ist, dass die Strecke auch, oder beziehungsweise die Formel 1 gestern verkündet hat, dass es hier weitergeht. Bis 2026 wird die Formel 1 hier bestehen bleiben. Eine tolle Geste, ich finde es so genial. In der Weltmeisterschaft führen wir aktuell mit komfortablen 31 Punkten Vorsprung, weil sich die Konkurrenz auch in den vergangenen Rennen ein bisschen weggekickt hat. Was das Ganze bedeutet, schaut gerne um rechts in der Playlist vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall erfahren, was die KI so getrieben hat in den letzten Rennen. Und ja, los geht's. Wir sind da jetzt mal kurz noch zu Strategie. Mal gucken, was da alles so geht. Wir werden vermutlich ein Stop-Strategie fahren. Jetzt hier mal geht's in die Einführungsrunde, in die Formation Lab. Natürlich gibt's auch wieder wie immer die drei bekannten Reifenmischungen. Weich, Mittel und Hart. Oder wie es wir können, Soft, Medium und Hard. Und ja, Startaufstellung konnten wir schon am Samstag uns erfahren und heute geht's dann los. Abonniert den Channel gern kostenlos. Hier im Hintergrund seht ihr auch die Strategie. Es werden 26 Runden zu fahren sein. Ich habe mal geguckt, alle fahren gelb, außer Daniel Ricciardo, der sticht ein bisschen raus. Schaut aber die gerne auf TikTok vorbei. Und deswegen starten wir auch mit gelb, gehen dann auf den sehr verhassten weißen Reifen und schaffen es hoffentlich heute, uns unseren Sieg zu schnappen. Salala, das war's schon. Schaut auch gerne auf TikTok vorbei, auf IT-Gaming, wie immer. Alle Links unten in der Bio. Und los geht's hier. Wir starten rein. Die 5 roten Lichter, wir sehen sie, 26 Runden sind zu absolvieren und lights out and away we go. Max Verstappen kommt eher semi-gut weg, aber auch wir kommen eher schlechter weg. Der Ferrari ist hier direkt neben uns, wir können uns aber da durchsetzen und liefern uns mit diesem Rad-an-Rad-Duell oder liefern gleich mal George Russell ein bisschen, oh mein Gott, das war knapp mit der Mauer, liefern hier mal George Russell eventuell so ein bisschen die Ebene an, hat es nicht geschafft. Nur irgendwie annähernd hier an dem Ferrari vorbeizukommen. Ich muss mal gucken, weil das ist Carlos Sainz. 18. haben wir jetzt schon Rückstand. Hat der jetzt schon Rückstand. Wir haben eine halbe Sekunde. Das ist gut. Und das heißt natürlich auch die ersten ein, zwei Runden oder beziehungsweise bis das DS dann losgeht, unbedingt im DRS-Fenster bleiben, weil das sonst ist alles verloren. Wir haben es gesehen beim Sprint. Da geht es wirklich um Tausendstel, dass man dann im DS bleibt. Und ich möchte unbedingt heute um den Sieg mitfahren können. Es wäre ein Traum. Und wir kommen hier richtig heiß. Es sind natürlich noch ein bisschen kalt, die Reifen. Eine Aufwärmrunde war jetzt nicht das Optimum. Und das Auto ist auch deutlich schwieriger, als es noch beim gestrigen Rennen war. Oder beziehungsweise halt generell, als es überhaupt war. Und da möchte ich natürlich jetzt nicht übertreiben. Mal das Auto ein bisschen auch auf die Reifen gucken. Wir müssen mindestens 10, 11 Runden mit Gelb fahren. Haben aber natürlich auch durch die weißen Reifen dann. Wir sind aus dem DS-Fenster rausgefallen, aber gibt es nach der ersten Runde sowieso noch nicht. Das heißt, wir müssen uns in den kurvigen Sektor ein bisschen dranarbeiten und dann können wir eventuell auf den Straights dank DRS uns dran fahren. Oh mein Gott, war das knapp. Direkt mal gucken, ob hier kein Flügelstand da ist. Ja, es ist noch sehr ungewohnt. Wir kommen aber hier smooth bis jetzt durch. Wir hängen uns ein bisschen im Windschatten und das zeigt doch Wirkung. Wir haben hier 20.000stel aufgeholt, 40 sogar.
Und ja, das ist natürlich gut, wenn der Windschattenfaktor so gut auf dieser Strecke ist. Und los geht's hier aus der ersten Kurve raus. Wir kommen auch hier wieder gut mit an Max Verstappen. Können wir uns dran heften? Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das heutige Rennen wird nicht einfach werden. Verstappen macht es uns nicht einfach. Hier sind wir dann wieder in der Fly-Perspektive. Ich liebe solche Cams. Und ja, auch hinter uns. Wir sehen einen Williams, der ganz ungewohnt hier weit vorne mitfährt. Aber auch Albon, Alexander Albon, der war sehr, sehr strong. Ich gönne es ihn auf jeden Fall. Der Williams hat auch viel mehr verdient. Auch hier der Ferrari. Der kann sich aber nicht ganz so, also kann die Pace nicht ganz halten. Der hat hier ein bisschen an Boden verloren. Also das sind schon 1,6 Sekunden Rückstand. Und das ist kein Williams, es ist Fernando Alonso. Im Alpine natürlich noch. Und deswegen auch ein bisschen blau. Wir haben Lille im ersten Sektor. Das ist auch mein Spezialgebiet, der erste Sektor. Der zweite ist eher so mittelmäßig. Aber gerade im dritten verlieren wir, da kommen wir weit raus. Gerade im dritten verlieren wir extrem viel Zeit auf den Straights. Aber wenn wir uns so gut hier dran und wenn wir da so gut an Max dranbleiben können, ist das natürlich toll. Dann wird das auf jeden Fall klappen, dass wir nicht aus dem DRS-Fenster fallen. Sainz kann die Pace nicht halten, ist klar. Ich meine, der ist leider schon Ende erster Runde abgerissen, weil er eben nicht im Windschatten bleiben konnte. Wir gucken uns hier nochmal die Start-Replay an. Wir sind das rechte Auto und Max ist nicht gut weggekommen, aber wir auch nicht. Sainz hatte einen tollen Start, war aber eingekesselt von eben mir und auch von Verstappen, die beide, wir beide hatten einen eher mittelmäßigen Start. Deswegen auch, war es jetzt nicht so gut für uns. Wir konnten uns aber irgendwie trotzdem hier retten. War knapp mit der Mauer auf jeden Fall. Aber kein Schaden, das ist natürlich das Wichtigste. Und hier nochmal der Start aus Hamiltons Perspektive. Wir kommen echt schlecht weg, muss ich sagen. Und das siehst du dann auch, wenn Verstappen da wegzieht. Gott sei Dank hat links da keiner reingestochen. Und wir konnten uns hier beweisen. Und der Rest ist natürlich noch. Da rutscht mir unfassbar nah an die Mauer dran. Und wir sind mittlerweile in der achten Runde. DRS is enabled. Wir sind dran, aber konnten uns noch nicht. Also wir konnten mit keinem Manöver uns da noch dran arbeiten. Ein Sainz ist schon 4 Sekunden weg und ein Russell gar schon 9 Sekunden. Die gehen auch jetzt schon in die Box. Ich möchte natürlich Verstappen ein bisschen upcarryen. Ich möchte mal gucken, was der macht. Entweder einen Under- oder einen Overcut. 9 Runden ist mir echt ein bisschen zu früh. Also, ich weiß nicht. Das ist sehr, sehr wenig, was die da fahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das Maximum ist, was im gelben Reifen drinnen ist. Keine Ahnung, aber das sieht mir nicht so aus. Verstappen hat jetzt auch schon zu kämpfen mit den Reifen. Und wir können da wirklich ordentlich Druck ausüben auf ihn. Ich hoffe natürlich, dass das lange weitergeht. Guckt euch das hier an, wie nah wir hier an Max dran sind. Das ist natürlich hier dumm, hier irgendwo einen Versuch zu wagen. Dennoch können wir es irgendwie versuchen. Irgendwann mal. War wieder knapp mit der Mauer, aber das ist halt, das ist die Strecke. So, rauf hier an die engste Stelle. Und wir jagen einen Red Bull. Haben wir wieder neben die Strecke gekommen. Das war eher ziemlich gut. Aber unsere Chance wird noch kommen, auf jeden Fall. Unsere Chance wird noch kommen. Ich bin mir fast sicher. So. Zack. Oh mein Gott, war das ein... Ich habe die Kurve falsch eingeschätzt. Hupf, über den Körb drüber. Und da kommt... Aber da kommt so das Heck. Da konnte ich wirklich vor Glück sagen, dass da nichts passiert ist. Jetzt wird es interessant, Leute. Wer geht als erster rein? Mal gucken. Wir werden natürlich auf Verstappen reagieren. Fährt er weiter? Fahren wir weiter? Geht er rein? Fährt er weiter? Gehen wir rein? Fährt er rein? Gehen wir weiter? Also es wird interessant. Jetzt aber noch nicht. Er macht nichts. Und ich denke mir auch, 9. Runde ist noch zu früh. Mal gucken, was mein Teamkollege macht. Mal gucken, was Fernando macht. Der hat nämlich auf der Geraden oder generell im Rennen hier Russell überholt. Das ist auch sehr interessant. Auch dass Perez hier gar nicht mithalten kann, das wundert mich. Der ist nämlich echt ein Stadtfahrprofi, würde ich jetzt mal sagen. Und dass der da nicht mithalten kann, ist, denke ich mal, ein bisschen unrealistisch. No Fronteds oder so, aber es ist schon sehr unrealistisch. Wir sind hier rausgeplumpst aus dem DS-Fenster. Wir konnten auch hier auf der Geraden nichts mehr benutzen. Jetzt kommen eher die Kurven, wo wir gut sind. Aber die Reifen sind schon lidiert. Man merkt schon, dass man jetzt beim Beschleunigen und so weiter viel, viel mehr hier auch den Scheitel verpasst. Dass ich beim Beschleunigen viel, 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 viel mehr aufpassen muss beim Gas geben.
Und das ist halt dann nicht mehr so schön, wenn du, oh, da fordert das auch teilweise ein, zweimal einlenken. Also man muss da echt aufpassen. Und wir sind hier an Max noch immer noch dran. Wir jagen ihn noch immer noch. Auch mit, ja, schlechten Reifen kommen wir da noch mit. Jetzt ist er wieder raushüpfen aus dem DS-Fenster. Und jetzt wird es halt doch interessant werden, wer als erster reingeht, wer dann, irgendwas macht oder keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder im Windschatten hier an Max dran. Ja, da sind wir viel zu spät auf der Bremse, da muss ich die Lenkung aufmachen. Aber das bringt halt auch nichts. Es ist halt auch, wir müssen hier was machen. Es wird interessant. Was macht Max Verstappen? Was machen wir? Im Windschatten dranhängen, ja, 50% haben die Reifen schon. Und DRS wäre jetzt auch on. Aber, er geht nicht rein. Wir auch noch nicht. Was sich hoffentlich nicht als Fehler erweisen wird. Jetzt ist auch das Fenster offen für die weiße Strategie. Mal gucken, ob das was bringt. Auch erste Kurve hier okay rausgekommen. 7 Zehntel Rückstand auf Verstappen. Wir können dich diese Runde reinholen. So, wir sind jetzt hier Ende Runde Nummer 12 und ja, ich würde mal sagen, schon langsam sind die Reifen durch. 63% hinten rechts, wir sind sehr, sehr nah an Max Verstappen dran, aber auch Fernando Alonso und George Russell waren noch nicht in der Box. Auch ein Carlos Sainz noch nicht, aber ich denke mal, jetzt wird es soweit sein. Ich wollte zwar gucken, was er macht und dann das Gegenteil machen, ja, geht aber nicht. Hier auch beim Reinbeschleunigen, wir konnten hier richtig, richtig spät reingehen. Und sind nahezu gleich drinnen. Und das wird nämlich ziemlich spannend werden. Wer hat den schnelleren Boxenstopp? Wir hatten den tollen mit 2,3 Sekunden Standzeit. Und bei Red Bull gab es anscheinend Probleme. Wir konnten Max Verstappen in der Box überholen. Das ist sehr unüblich für die Red Bulls, die ja da Meister sind im Boxenstopp.
Aber wir konnten ihn da tatsächlich überholen. Es wird vermutlich nicht ein leichter Fight werden, gegen ihn hier zu fahren, aber trotzdem, was für ein genialer Schachzug. Jetzt wird, kommt er hier mal, er zupft hier mal raus, jetzt zupft er raus. Jetzt gehen wir nebeneinander in die Kurve rein, war das knapp, Halleluja. Aber alles fair, alles mit rechten Dingen. Meine, ja, jetzt hier kann er natürlich nicht nachstechen. Das Ding wird halt werden, der wird uns auf der Geraden zerfressen. Also for real, er wird uns auf der Geraden zerfressen. Und das ist auch so ein bisschen meine Angst. Ich muss aus dem Sekundenfenster raus und hier ist er schon. Und hier ist er auch schon vorbei mit der Hilfe. Hat es gereicht für ihn. Und auf der Gegengeraden könnte es dann wieder für uns reichen. Also es wird ein Katz-und-Maus-Spiel werden hier bis zur letzten Runde. Und jetzt konnten wir uns hier ein bisschen besser positionieren, mehr Schwung mit rausnehmen. Windschatten auf, DRS auf, noch nicht ERS, weil da haben wir nur 12%. Und hier Rad an Rad geht's in Richtung Turn 3 und da machen wir ihn. Ja, da machen wir den Sack wieder mal zu. Aber ich denke mal, es wird nicht für lange bleiben, weil es gibt zwei DRS-Zonen. Eine zum Angreifen und eine dann wieder zum Gegen. Also eine, um überholt zu werden und dann wieder eine, um wieder überholt, zurück überholt zu werden. Und das ist leider, wie gesagt, ein Katz-und-Maus-Spiel hier. Und es wird vermutlich nicht besser werden, wenn wir hier mit Max ja immer wieder im Sekundenfenster bleiben. Wir schaffen es nicht, aus dem Fenster rauszukommen. Er hingegen schafft es aber auch nicht, ja, die kurze Zeit, was er mich überholt, wieder im Fenster zu bleiben. Und so ist es auch hier, Runde Nummer 22, 1,3 Sekunden, das erste Mal aus dem DRS-Fenster draußen. Was für eine Leistung, aber unser DRS funktioniert jetzt leider nicht mehr. Das ist das Problem, ich muss hoffen, es sind jetzt schon 6 Zehntel. Das kann ich vergessen, Leute. Ich habe nicht mal DRS, um mich hier zu verteidigen. Und ja, ich meine, der kommt hier, ich drücke ihn hier zwar ein bisschen, aber das, schaut euch das mal an. Dieser Pace-Unterschied ist enorm. Also, da kann ich auch nichts sagen. Das Problem ist jetzt auch, dass ich auf der Gegengeraden nichts machen kann. Er ist hier eindeutig im Vorteil, denn er hat jetzt DRS und wir können mit unseren 6% ERS und dem bisschen Windschatten, den wir hier kriegen, hoffen, dass wir irgendwie nur dran und ja, mit einem Manöver hier uns noch an ihm vorbeisetzen können. Wir probieren es hier mal rein zu bremsen. Es ist knapp. Es war auch spät gebremst, aber noch fair. Also das ist okay, hier lasse ich ihn noch in den Platz. Ja, das war knapp, aber dennoch auch fair von ihm. Er hat auch direkt gemerkt, dass es zu spät war mit dem Bremsen. Also gut von uns beiden, würde ich mal sagen. Wir kommen schön raus und können da auch gut drin bleiben. Sehr, sehr gut. Wir konnten uns trotz des DRS, dass das DRS fehlt, noch vorne halten. Das Problem wird halt werden, dass auf die Dauer wird vermutlich nicht gehen und auch die Reifen werden langsam nachlassen, 8 Zehntel. Ich muss auch irgendwie hoffen, dass ich irgendwann mal nicht im DRS-Fenster bin an der langen Geraden, aber es hat auch vorhin trotzdem für ihn gereicht, um uns hier anzugreifen. Die sind echt verdammt schnell. Wir haben zwar gleiches Material von dem Reifen her, aber das ist halt echt ein Wahnsinn. Wir müssen uns Max hier vom Leib halten, das wird aber echt schwierig, denn, boah, ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. 16 Sekunden zu Paris, da geht auch nichts mehr mit einem zweiten Satz Reifen raufgeben, sollte er uns überholen und dann irgendwie wenigstens noch auf die Fastest Lap dann sicher gehen oder so, aber das bringt halt auch alles nichts. Also ich meine, sollte er uns überholen, dann ist es natürlich auch so, hier ditche ich leicht an die Mauer dran, jetzt bin ich aber nicht so blöd und ziehe nach links, dass wir dann in Turn 1 innen sind, aber das hilft dann auch nicht viel, weil das DRS noch immer noch defekt ist, können wir hier auch nur hoffen, dass Max einen Fehler macht. Das müssen wir hoffen und das mache ich. So, aber jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt geht es wirklich in die heiße Phase. Die letzten zwei Runden, drei Runden sind angebrochen und wir müssen uns irgendwie hier noch einmal an Max ranarbeiten, uns an ihn vielleicht noch einmal nochmal mit dem gleichen Manöver. Oh mein Gott, war das spät gebremst, aber Gott sei Dank hat hier Max mitgespielt, denn sonst wäre es echt für uns ziemlich bitter ausgegangen. Er ist echt hier, muss man schon sagen, der hat da ja, uns Gott sei Dank ja auch mitarbeiten lassen. So, aber jetzt wird es halt interessant, wir kommen trotzdem von Paris weg, obwohl der obwohl der ja nicht in Fett oder so ist, der hat eine freie Fahrt, der ist 3 Sekunden von Alonso weg und dennoch kommen wir hier unseres Fetts
schnell von ihm weg. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und jetzt heißt es auf jeden Fall, ich gebe alles noch einmal richtig die Kurve ausfahren. Viel Schwung mitnehmen. Aber jetzt traue ich mich nicht nehmen, weil ich genau weiß, dass ich es wieder auf Start und Ziel brauche. Und so wird es vermutlich ein Fight bis zur letzten DRS-Zone. Denn selbst da bin ich mir nicht sicher, ob er nicht mich noch auf Start und Ziel überholen wird. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Max ist aus dem DRS-Fenster draußen. Es ist so schön, das habe ich den ganzen Tag noch nicht gesehen, dass ein Red Bull aus dem DRS-Fenster draußen ist. 1,4 Sekunden, 1,3. Und jetzt heißt es nur noch auf die Zeit achten, gucken. Er hüpft wieder raus, er hüpft wieder unter die Sekunde. Es ist einfach nur mehr beschämend, traurig. Ich erwarte mir mal ein bisschen hier das Aufspann. Es sind 15%. Doch einmal hier aus der letzten richtigen Kurve raus beschleunigen. Er ist im DRS-Fenster und ich hoffe, es reicht, dass wir vorne bleiben. Es ist eine knappe Sekunde, aber er holt jetzt schon auf. Im Windschatten wird er uns richtig, richtig knapp wiederkommen. Jetzt hat er auch die DRS aufgedreht. Wir sehen in den Rückspiegel das Auto, die Silhouette, die immer näher kommt. Die kommt immer, immer näher hier. Aber wir können unseren Sieg hier über die Ziellinie retten, muss ich schon sagen. Ein toller Grand Prix. Es ging wirklich immer nur hin und her. Was für ein genialer Grand Prix das heute war. Schöne Fights gab es auf jeden Fall. Wir haben nur einen Platz gut gemacht, aber dennoch dieser Platz, finde ich, war eines der härtesten Rennen unserer Mega-Season bis jetzt. Der 23er. Es war toll, hier mit Max zu kämpfen. Er ist wieder zurückgekommen, wir dann wieder, er dann wieder. Es war cool und ich hoffe, wir haben noch ähnliche Fights diese Season mit ihm. Lewis Hamiltons Road zum 8. WM-Titel kann auf jeden Fall weitergehen. Wir bauen unseren WM-Vorsprung aus und es werden dann natürlich noch Rennen kommen, wo wir auch jetzt eher semi sind. Aber ja, jetzt stehen wir hoch. Wow, was für ein cooler Grand Prix. Ich freue mich wirklich extrem. Wir konnten hier auf ganzer Linie überzeugen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Hier sehen wir noch einmal Lewis Hamilton, der zum Sieg hervorschreitet. Das gab es zuletzt beim Saudi-Arabien Grand Prix 2021, Leute, dass Lewis Hamilton einen Grand Prix gewonnen hat. Bei uns ist es heute. Ich denke mal, in Baku heute wird er eher wenig zum Lachen haben oder gelacht haben, denn der Mercedes ist nach wie vor, hechelt noch immer noch ein bisschen der Konkurrenz hinterher. Es wird ein Fight mit Red Bull und Ferrari um den Sieg geben und das wird sehr spannend. Wer weiß, was passiert. In Baku ging schon ja der ein oder andere Überraschungssieger über die Ziellinie. Also die Rennen hier sind immer verrückt und immer spaßig. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Hier, Giorgi hat es nur auf den 6. Platz geschafft. Das ist nicht gut. Also da hätte ich mir schon mehr gewünscht von ihm. Es ist blöd gelaufen in der WM. Führen wir jetzt mit einem wunderschönen 70 Punkte, mehr als 70 Punkte Vorsprung. Heute war es mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Fast 13.000 Leute hier. Also abonniert auch gerne hier kostenlos. Lasst ein Däumchen oben da und subscribe gerne den Channel. Morgen oder übermorgen werden dann die nächsten Videos kommen auf TikTok. Bestimmt heute noch. Bis zum nächsten Mal und ciao.